und herzlich willkommen beim Türchen Nummer 16. Liebe Leute, schön, dass ihr immer noch dabei seid, dass ihr immer noch die Videos so schön fleißig guckt und dass ihr euch dafür interessiert, jeden Tag einen gesunden, leckeren, tollen Tee kennenzulernen. Ja, auch heute habe ich wieder einen Tee für euch vorbereitet, aber erstmal noch zum letzten Video. Also der Heideblütentee, der hat mir gut geholfen. Mir ging es am nächsten Tag sehr euphorisch. Also ich war sehr euphorisch, was das Ganze anzugehen. Ich habe ein paar Telefonate geführt, ich war wieder gut drauf, ich habe wieder Licht gesehen am Ende des Tunnels und ich habe auch an dem Tag nach dem Video mit dem Heideblütentee den Namen Fairykelt als Markenname schützen lassen. Das heißt, ich habe auch wirklich versucht, das Beste aus meiner Situation jetzt zu machen. Dazu wird es dann noch ein eigenes Video geben. Ich werde dann nochmal ein Video machen für alle, die sich dafür interessieren. Wie lässt man sowas schützen? Wie geht das mit dem deutschen Patentamt und so? Und was hat das gekostet? So, da werde ich ein eigenes Video machen, weil das interessiert bestimmt nicht alle von euch. Da gibt es vielleicht Leute, die sagen, nee, das ist überhaupt nicht mein Thema. Also das erspare ich euch. Deswegen habe ich dann auch einen Tag lang kein Video gedreht. Aber wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich habe einen kleinen Puffer zwischen dem Tag, wo ich drehe und dem Tag, wo das Video rauskommt. Ich brauche ja auch immer einige Stunden Zeit, bis ich das Video geschnitten habe. Dann leckt hier das Internet manchmal. Das heißt, manchmal muss ich einfach damit rechnen, dass es 2 bis 3 Tage dauert vom Dreh, bis das Video dann wirklich online ist. Und deswegen habe ich mir so einen kleinen Puffer eingeräumt, dass wenn ich mal einen Tag jetzt nicht drehe, ich nicht ganz schlimm dastehe. Es wird auf jeden Fall jeden Tag ein Video geben. Bis Juli wird es jeden Tag ein Video geben. Mal schauen, vielleicht mache ich sogar am 24. oder irgendwie in den Rauhnächten auch noch Videos. Auf jeden Fall werde ich von mir hören lassen. Das ist klar, aber dann vielleicht nicht mehr jeden Tag. Weil dann möchte ich natürlich auch ein bisschen feiern und ein bisschen schön haben und mal ein bisschen die Beine hochlegen und nicht dauernd die Kamera anmachen müssen. Aber wer weiß, mir fällt ja immer was ein. Heute habe ich wieder einen Tee für euch, der auch wieder super unbekannt ist, den nur so ganz krasse Spezialisten kennen. Bin ja mal gespannt. Schreibt gerne später mal unter das Video, ob ihr den Tee gekannt habt oder nicht. Und zwar wird es heute um den Moringa-Tee gehen. Moringa, der Lebensbaum, ein Baum, der aus Indien kommt, der wird nicht ohne Grund der Lebensbaum genannt. Den habe ich hier vom, jetzt muss ich gucken, Versand Kasimir und Lieselotte. Keine Ahnung, klingt ganz lustig. Und Moringa ist auf jeden Fall nicht ohne Grund der Lebensbaum. Angeblich soll er ein bisschen nach Meerrettich schmecken. Ich habe ihn noch nicht probiert. Ich probiere ihn jetzt heute wirklich vor laufender Kamera zum ersten Mal. Ich habe aber schon mal aufgemacht. Ja, es riecht nicht nach Meerrettich. Es riecht nach Blattgrün. Ich kann es nicht anders sagen. Also, es könnte jetzt hier auch Verbene oder irgendwas drin sein. Nee, auch, es riecht fast schon neutral. Es hat keinen starken Geruch. Es sind grüne Blätter in dieser Packung. Getrocknete grüne Blätter vom Moringa-Baum, sonst nichts. Ja, da erzähle ich euch jetzt gleich was zu. Außerdem möchte ich die Duftlampe anmachen. Denn auch wenn jetzt meine Laune gerade wieder besser ist, ich möchte vorsorgen, dass die Laune auch so gut bleibt. Denn ich habe ja Bock, immer gut drauf zu sein. Und will mich ja nicht jetzt darin suhlen, dass es mir jetzt schlecht geht und ich jetzt keine Band mehr habe. Und alles draußen ist das Wetter ganz mies, regnet. Der Matsch steht mir bis zu den Knöcheln, wenn ich rausgehe. Deswegen, wir lassen uns die gute Laune nicht verderben. Jetzt kommt das Sieb wieder auf die schöne Duftlampe. Nee, nicht Duftlampe, aufs Räucherstöfchen. Die Duftlampe ist ja was anderes. Und heute habe ich für euch den Alant mitgebracht. Alant-Wurzel kann man so kaufen, ist in so kleinen Stückchen. Der Alant ist auf jeden Fall krass stimmungsaufhellend. Der wird schon seit Unzeiten, seit Urzeiten, seit... Oh, ist der schön. Oh. Also der wird schon seit langem als stimmungsaufhellendes Mittelchen zum Räuchern benutzt. Und der lässt wirklich die Sonne ins Haus kommen. Leute, wenn ihr Alant räuchert, ja, euch geht's plötzlich... Wow! Ja, euch geht's. Boah! Okay, anders kann ich es nicht sagen. Wir geben jetzt ein bisschen Alantwurzel hier auf das Sieb. Und man sieht auch sofort, das ist auch sehr fein, dass da sofort ein feiner Rauch hochgeht. Aber nichts Schlimmes. Also es ist falsch, wenn das so räuchert, dass ihr husten müsst. Ja, dann ist was falsch. Wenn es mal doch zu dolle räuchert, kann man immer noch das Sieb kurz hochnehmen oder das Fenster öffnen. Aber dieser Duft ist süß, schwer süß und angenehm. Oh, ich liebe diesen Duft von Alant. Also das ist wirklich großes Ding für mich. So, jetzt zurück zum Tee. Die Kanne steht bereit. Auch Honig habe ich mir heute bereitgestellt, weil ich mir gedacht habe, na, wenn der Tee schon als leicht scharf gilt,
Dann will ich mir den heute ein bisschen versüßen. Dazu habe ich mir heute einen Honig aus dem eigenen Dorf besorgt. Meine Vermieter haben nämlich eigene Bienen, deswegen hat der Honig kein Etikett. Der Honig kommt also direkt von hier hinterm Haus. Die Bienenkästen, da kann ich drauf gucken, wenn ich in meinem Garten arbeite. Also wunderbar, ich habe mir direkt, oh, jetzt räuchert es dolle. Dann muss man nämlich in so einem Fall das Räuchergut ein bisschen zur Seite nehmen. Das geht ja auch. Uiuiuiui. Na gut, ich mag den Duft ja, also ihr riecht es ja nicht, deswegen ich lasse es mal, weil ich es ganz angenehm finde gerade. Einfach schön, ist ja auch gleich wieder weg. Ja, also ich habe jetzt hier Moringa und zu Moringa kann ich euch noch ganz viel sagen. Beim Nachforschen habe ich herausgefunden, dass es sehr viele Parallelen zu Artemisia hat. Das heißt, wir haben hier auch eine immunsteigernde Wirkung. Wir haben hier auch den Einsatz in der Krebstherapie, habe ich auch gefunden im Internet. Also alles vorhanden. Zudem haben wir noch 8 essentielle Aminosäuren, die euer Körper braucht, die in diesem Tee vorhanden sind. Also auch ganz wichtig, dieser Tee hat auch Vitamin C, dieser Tee hat auch Zink. Ganz viele tolle Bausteine, auch Carotin, hat auch eine antioxidative Wirkung. Das heißt, bremst hier auch die freien Radikale, ne, eure Zellen anzugreifen. Deswegen vielleicht auch hier der Lebensbaum, weil es hält natürlich auch jung, so eine antioxidative Wirkung hält jung. Dieser Tee ist also ein komplettes Rundumpaket. Der enthält so viel, was wir brauchen, was gut ist für uns, aber auch noch viel mehr. Der ist auch ideal, wenn ihr eine Trinkkur oder Fastenkur machen wollt. Der unterstützt Gewichtsabnahme. Das findet man im Internet, könnt ihr selbst recherchieren. Der soll dabei helfen, Gewicht zu verlieren, hat damit zu tun, dass er den Blutdruck senkt, den Blutzuckerspiegel auch senkt. Ihr seid allgemein vitaler davon und es wird unterstützt, dass ihr Kilos verliert. Das wird versprochen im Internet. Ich weiß aber nicht, ob es stimmt. Ich werde das jetzt mal ausprobieren ja, in diesem Video oder demnächst. Ich werde es jetzt immer öfter mal trinken und dann werde ich mal sehen. Es gibt so viele tolle Tees, dass ich manchmal gar nicht weiß, was ich alles trinken soll. Es ist einfach super lecker. Aber das Schöne ist, ihr könnt ja die einzelnen Tees, die ich euch hier vorstelle, auch kombinieren. Das heißt, ihr könnt auch eine Mischung aus Artemisia und Moringa machen. Ihr könnt auch Moringa mit einem Schwarztee oder einem Grüntee kombinieren. Ihr könnt Moringa auch mit allen möglichen anderen Sorten Tee, Melisse, mit Minze oder was weiß ich, kombinieren. Der muss also nicht pur getrunken werden. Ich finde es aber schön, wenn ich den jetzt zum ersten Mal ausprobiere, dass ich mir wirklich mal den ganzen Geschmack reinziehe, die Wirkung wirklich mal reinziehe. Wie ist jetzt Moringa auf meinen Körper? Das heißt, heute trinke ich nur Moringa, morgen trinke ich wieder was anderes. Hey, es sind nicht mehr viele Tage. Ich habe so viele Ideen, was für Tees ich euch vorstelle. Es wird irgendwie gefühlt jeden Tag mehr. Und ich habe jetzt schon Tees von meiner Liste gestrichen, weil es einfach zu viele sind, die ich in meinem Kopf habe, die ich gerne euch präsentieren wollte. Und anfangs dachte ich noch, na, ob ich auf 21 Tees komme. Und inzwischen habe ich weit mehr als 21 Tees auf meiner Ideenliste und muss jetzt schon entscheiden, welche ich streiche und welche ich euch noch vorstelle. Es ist also spannend, bleibt spannend. Und ja, so, Moringa-Tee. Hier ist jetzt keine, doch, hier ist eine Empfehlung drauf. 3 bis 4 Tassen über den Tag verteilt, 2 bis 3 Teelöffel pro Tasse soll man da reintun. Und ganz wichtig, das steht sowohl hier auf der Packung als auch im Internet, habe ich das gefunden. Man sollte diesen Tee wirklich nur mit 80 Grad heißem Wasser aufbrühen. Der verliert sonst enorm seine Inhaltsstoffe und das wäre super, super schade, weil der ja so vollgepackt ist mit so tollen Sachen. Ist es echt wichtig, dass wir den nicht über 80 Grad erhitzen. Ich gebe jetzt hier mal schön was rein. Es wird sich ja schon immer fleißig amüsiert über meine großzügige Tee-Verschwendung hier. Weil ich ja immer so schön viel, gerade bei dem Hanftee habe ich es ja ganz schön übertrieben. Hier ist es jetzt aber so, dass wir mit 2 bis 3 Löffeln pro Tasse ja doch ganz schön viel brauchen, weil ich ja hier eine ganze Kanne anrühre, die ja wahrscheinlich aus 4 Tassen besteht. Müsste ich ja jetzt hier mindestens 10 Löffel reintun. Das ist ja schon ganz schön viel. Genau, also wir müssen immer ein bisschen auf die Dosierung achten. Hier dürfen wir wohl wirklich ein bisschen mehr nehmen. Beim Hanftee war es wirklich ein bisschen dolle viel. Da habe ich mich so richtig abgeschossen. Ne? Bin da aber auch echt empfindlich. So, dabei belassen wir es jetzt. Sieht schön aus, ne? So, also so richtig schöne frische grüne Kräuter. So, und jetzt ist da drüben das Wasser schon fertig. Das hat nämlich schon gekocht. Ich habe das gehört. Ich stelle das immer an, bevor ich das Video anfange. Kann das Wasser schon mal ein bisschen abkühlen. Ja, Moringa, Moringa. Ich hole das Wasser. Bis gleich. Da bin ich wieder. Mal schauen, ob dieser Tee es wirklich schafft, mir bei der Gewichtsabnahme weiter zu helfen. Das kann ja nicht schaden. So, Kanne leer.
Deckel drauf. Und wir gucken mal. Ja, der wird grün. Ich sehe das schon, der wird grün. Sieht man jetzt schon. Aber der braucht natürlich Ziehzeit. Was schreiben die denn hier? Wie lange soll der ziehen? 5 bis 7 Minuten. Das ist nicht lang. Es gibt ja Tees, die sollen eher so 10 bis 15 Minuten ziehen. Das ist also ein schneller Zieher. Lässt schnell einziehen. Genau. Und ja, was machen wir denn in den 5 bis 7 Minuten, wo der jetzt zieht? Ich nehme euch mal eben mit raus. Ich habe nämlich Nachwuchs bekommen. Also nicht ich, sondern mein Kaninchen. Mein Kaninchen hat Nachwuchs bekommen. Ich habe Futter gekauft. Ich nehme euch mal eben mit in die Matschepampe da draußen. Zeige euch nochmal schnell, wie es da gerade aussieht. Zeige euch nochmal schnell, was da gerade die Lage ist. Jo, und dann sehen wir uns gleich, wenn der Tee fertig ist. Ich sehe schon, Kerzen brauche ich auch bald wieder. Ich muss also heute wieder im Lichtbringer-Shop einkaufen. Denn jetzt, wo ich gesehen habe, was für tolle Kerzen die haben, werde ich mir beim Lichtbringer-Shop Duftkerzen holen. Und die kommen dann hier hin, wenn die bald runtergebrannt sind. Und hier auch. Hier ist jetzt fast alle. Die war ja auch vom Lichtbringer-Shop. Das war die Bienenwachskerze. Super schön. Ich fand dieses Gelb die ganze Zeit schön. Ich muss das jetzt noch sagen, bevor die weggebrannt ist, damit die das noch hört. Ich denke immer, die Kerze, die hört das. Also Kerze, du warst eine wunderschöne Kerze. Du warst super schön gelb. Du hast geleuchtet uns viele Videos lang. Ich weiß gar nicht, ab dem 7. Video hast du uns geleuchtet, glaube ich. Und heute ist ja schon das 16. Video. Also du hast lange durchgehalten. Wir danken dir für deine gelbe Strahlung. Und hoffen, dass du viel Freude hast, in der Raumluft herumzuschweben. So, das ist jetzt auch. Dann habe ich natürlich schon meine Tasse bereitstehen mit kaltem Wasser. Der Löffel für den Honig. Und dann gehen wir jetzt mal raus. Stiefel an, ab in Matsch. Wenn wir wiederkommen, brauchen wir den heißen Tee. Bis gleich! Ja, was für ein trüber Regentag heute. Ich bin jetzt im Stall und ich habe gestern bei Kaufland für 29 Cent Brokkoli bekommen. Der ist allerdings schon ganz schön gelb. Ich zeig den mal. Hier, der rieselt schon ein bisschen ab. Aber für die Tiere ist das noch ein super gutes Futter. Gerade Kohl im Winter, wenn sie es gewohnt sind, ist ein super gutes Futter. Und den werde ich jetzt verfüttern. Ich habe ganz viele hier vorne, eine ganze Tasche. Und was ich noch habe, zeige ich euch jetzt mal. Muss ich die Kamera umdrehen. Also hier ist der Brokkoli. Und wie gesagt, habe ich für das Stück 29 Cent bezahlt. Und der wird jetzt heute noch verfüttert. Dann habe ich die billigsten Äpfel, die es gerade so zu kaufen gibt. Und ansonsten kaufe ich so riesengroße Säcke mit Futtermöhren, damit die Hasen alle satt werden. Ja, da kostet einer 7 Euro, aber da komme ich echt eine Weile mit hin. Und jetzt haben wir hier den Stall, wo die Zippe ihr Nest hat. Schaut euch das mal an. Da ist die Rotlichtlampe. Da hat sie echt ihren Wurf reingelegt. Ja, dann wollen wir mal reingehen. Da sitzt sie und guckt schon. Und werden uns das hier mal anschauen. Och, ist das niedlich. Das ist echt niedlich, Leute. Sieht jetzt für euch ein bisschen rötlich aus, aber guckt euch mal das an. Eins, zwei, drei, vier Junge. Es sind nur vier Junge. Sie hat echt nur vier Babys bekommen. Ein weißes und... Ja, tatsächlich, sie hat nur vier Junge bekommen. Und hier könnt ihr ganz schön die Mendelschen Gesetze sehen, falls ihr die in der Schule gelernt habt und euch erinnert. Das ist nämlich bei einer Rückkreuzung, dass genau das passiert, das Verhältnis 3 zu 1. Wir haben jetzt hier die rezessive Form, also weißes Fell ist rezessiv. Gibt es nur eins von, ist sehr selten. Hier. Und drei Stück haben wir in dunkel, weil das dominant vererbt wird, das dunkle. Sind die süß? Sind die süß? Bleib mal schön im Nest hier. Bleib mal schön im Nest. Die quiekschen auch so schön. Ich hoffe, ich habe keins übersehen. Aber es sieht echt gut aus. Die springen da ganz schön rum. Ja, ich habe jetzt die Lampe noch mal 1 Zentimeter tiefer gehängt, weil ich gemerkt habe, es könnte echt noch
ein Grad wärmer sein. So, das fühle ich dann mit der Hand. Das ist ein bisschen so eine Gefühlssache. Und hier ist die Mama. Hallo Mama, magst du eine Möhre? Ach, ich glaube, die hat irgendwie keinen Bock gerade. Kein Bock auf Besuch nach der Geburt, kann man ja verstehen. Wobei die jetzt schon 3 Tage auf der Welt sind. Der Brokkoli geht auf jeden Fall gut. Wird gut angenommen. Ja, und das sind alles Männchen, nicht wundern. Nein, die rammeln nicht richtig. Und die sind auch nicht schwul, sondern das ist einfach, wenn die jetzt langsam erwachsen werden und die Hormone einschießen, ja, dann kriegen die so Aggressionstrieb auch und werden sich gegenseitig angehen. Und das ist jetzt der erste Anfang davon. Die fangen an, sich zu rammeln, zu jagen. Also das Rammeln ist vor allem ja eine Überlegenheitsgeste. Ne? Die zeigen, hey, ich bin Chef, ich bin Chef. Und wenn dann so ein Rammler auf dem anderen hängt, dann ist das so ein Zeichen, der will den dominieren, der will den ärgern, der will den quasi unterbuttern. Ja, und dann ist auch die Zeit gekommen, dass ich schlachten muss. Weil das wird nicht besser, das wird immer schlimmer. Irgendwann gibt es richtig blutige Kämpfe. Das ist so der Anfang davon. Man sieht es jetzt da hinten in der Ecke. Das sieht ein bisschen aus wie Kuscheln, aber letztendlich zeigt der obere Hase dem unteren, du bist nichts wert, du bist unterlegen. Und es wird halt immer doller mit der Zeit. Ja. Und außerdem wollen wir ja ein bisschen Fleisch zu essen haben zu Jul. Das heißt, ich werde jetzt mal den Schlachter anrufen und fragen, ob der Zeit hat. Dann müssten die hier jetzt, diese 6 hier, die müssten jetzt dann geschlachtet werden. Dann wird dieser Stall einmal komplett sauber gemacht. Und wenn der Stall sauber gemacht ist, dann kriegen die anderen Kaninchen ein bisschen mehr Platz, denn die haben da gerade richtig viel Schlamm in ihrem Trampolin. Die kommen dann hier rein. Ja, dann muss ich ein bisschen die Stelle anders verteilen. Ich brauche nämlich eigentlich dringend einen freien, trockenen Stall. Da sieht man mal richtige Kämpfe, die stattfinden. Habe ich jetzt nur so halb eingefangen. Also es finden hier richtige Kämpfe statt und ihr seht, der in der Hütte, der hat sogar Fell im Maul. Der hat jetzt gerade den anderen so gebissen, dass hier Fell fliegt. Also es wird immer aggressiver. Ich sage euch das, das ist keine Erfindung von mir, sondern irgendwann ist die Gruppenhaltung mit Männchen halt nicht mehr möglich. Hey, bleib mal schön drin hier. Bleib mal schön drin hier. Wenn man dann sieht, dass sie bis vor unten an den Ohren haben, dann ist es eigentlich schon höchste Eisenbahn. Und der eine da hinten, der hat schon Bisswunden. Der wird wohl öfter mal gebissen. Der hat schon einige Bissspuren an den Ohren und dann hört es irgendwann auf hier. Genau, also die sind ständig dabei, sich zu jagen. Die sind ständig auf Krieg hier. Ja, mit 5 Monaten. Irgendwann ist das so. Ja, und ich versinke im Moment hier im Schlamm. Ich kann eigentlich nur noch mit Gummistiefeln rausgehen. Das ist hier die reinste Matschlache. Ja, mein selbstgebauter Trampolinstall, der hat sich zwar schon ganz gut bewährt vom Platz her, aber der steht jetzt auch gerade ziemlich nass. Hab da jetzt ganz viele Strohballen reingestopft. Und mit einer Plane noch zugemacht, damit die es da kuschelig drin haben. Aber ganz ehrlich, hier sind jetzt 10 Kaninchen dran. Das passt einfach nicht mehr. Deswegen, wenn ich die anderen geschlachtet habe, dann werden hier welche rüberziehen in den anderen schönen trockenen Stall. Ich weiß noch nicht, wie viele und was ich mit den anderen mache, weil ich sehe so langsam, dass dieser Stall hier einfach nicht wintertauglich ist. Für den Sommer ist der wahrscheinlich super. Aber ganz ehrlich, hier ist so matschig und es saugt sich alles voll. Das heißt, die haben hier vorne, der gesamte Bereich ist klamm, das ein Streu bis hin zu nass. Also die haben hier eine richtig nasse Zone. Ja, die rennen da durch und es ist eigentlich auch irgendwie natürlich, aber die haben nicht mehr viel Platz, wo es wirklich trocken ist. Zum Dach regnet es auch teilweise rein. Da, ich weiß nicht, was das ist, Kondenswasser, das tropft einfach überall rein bei denen. Die haben den Tisch, da können sie drunter, da ist es auch wirklich trocken. Aber das ist halt nicht mehr viel. Also die müssen jetzt wirklich hier bald einen anderen Stall kriegen. Und deswegen, ja, ein paar Tage noch. Und wenn die anderen geschlachtet sind, dann kriegen sie einen neuen, frischen Stall. So muss das jetzt sein. Ansonsten habe ich nämlich auch noch dieses Gehege. Aber auch da regnet es ja im Moment rein. Da gibt es jetzt allerdings diese Hütten. Ich überlege, ob ich dann einfach noch welche in diese Hütten setze. Ja, Winter ist halt manchmal so, dass es einfach nur regnet, regnet und regnet. Und dann halt die Wege irgendwann so aussehen, wenn man ständig zu den Tieren muss. Also einfach nur wie so auf dem Festival, ne? So.
Jo, da bin ich wieder. Schön war's draußen, aber ganz schön nass. Und bevor sich jetzt wieder Leute mega aufregen darüber, dass ich gerade gesagt habe, dass ich meine schönen, süßen Hasen schlachten lasse. Ey Leute, ich halte die Hasen genau dafür, dass wir sie essen, sonst hätte ich keine Hasen. Also wenn ich vegan wäre, dann hätte ich da draußen keine Hasen. Und die Rüben werden dann jetzt geerntet, da wäre dann nichts zu sehen jetzt. Also ihr konntet diese süßen Hasen jetzt nur sehen, weil ich Fleischesserin bin. Also wer sich jetzt da aufregt, sorry, tut mir leid, ich will Fleisch essen und ich möchte nicht die armen Schweine essen, die da in der Mastanlage stehen und es nicht schön haben. Also beruhigt euch, entspannt euch mal, trinkt mal einen Moringa-Tee, dann geht es euch wieder gut. Genau, wollte es nur mal gesagt haben, weil ich oft unter Videos, wo Tiere drin vorkommen, so ein bisschen erlebe, dass manche sich empören, empören. Nee, also es ist, ja, die sind süß. Ich liebe die auch, die Hasen. Ich streiche die bis zum letzten Atemzug, wirklich. Aber ich habe einen Termin, die werden jetzt geschlachtet und die anderen haben dann dafür mehr Platz. Und ihr habt es ja auch gesehen, die fangen an, sich zu kloppen. Das ist eine krasse Sache, wenn Hasen sich kloppen, die können sich totbeißen. Wusstet ihr das? Die können sich totbeißen. Also so lange will ich nicht warten, bis es da ernsthafte Verletzungen gibt. Und ehrlich, einzelhaft finde ich nicht gut. Also die Bauern sagen, ja, dann trennen sie doch, dann kannst du sie noch älter werden lassen. Aber erstens schmecken noch ältere Hasen nicht, die fangen irgendwann an, eklig zu schmecken. Die haben dann diesen Hormongeschmack im Fleisch von ihren eigenen Hormonen, weil sie ja männlich sind. Und ja, ich mag Hasen nicht in Einzelhaft setzen, außer mein Zuchtrammler, der sitzt allein, aber der darf auch regelmäßig zu den Mädchen. Meine jungen männlichen Hasen, die können nur zusammen wohnen, so lange, bis es eben nicht mehr geht. Der Punkt ist jetzt gekommen, wenn ich sehe, die haben schon so ein paar Bisswunden, das Fell fliegt, dann ist der Punkt gekommen eben. So ist der Lauf der Dinge. Und ja, jetzt habe ich hier diesen super leckeren Honig gerade probiert, zum ersten Mal. Hier einmal so Mäuschen gespielt, weil, boah, also wenn man lang keinen Zucker gegessen hat, dann ist Honig so krass süß. Ich werde jetzt gleich so einen richtigen Zuckerschock kriegen, habe ich das Gefühl. Genau, und ich werde jetzt hier erstmal so einen Löffel Honig mir hier rausholen. Wie gesagt, die Bienen, die fliegen da hinterm Haus, da hinten im Sommer. Das ist so schön. Die kommen auch in meinen Garten, die Bienen. Und ich weiß, wo die herkommen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wenn ihr Allergiker seid, dann macht das auch total Sinn, wenn ihr euch Honig holt, der bei euch hinterm Haus oder in der Nähe, zumindest im gleichen Dorf oder so, herkommt, weil ihr dann ja, resistent werdet auf die Pollen, die bei euch in der Umgebung sind. Na, das schaffen die Bienen durch ihren Honig. Die können uns da, ja, wenn ihr den Honig esst, dann verliert ihr dieses, dass der Körper kämpft gegen diese Pollen, ne? Dass der gegen die Pollen ankämpft, die hier fliegen. Das ist eine coole Sache. Weißt du, bekommt jemand, die meisten essen ja Honig aus dem Supermarkt und der kommt dann von irgendwo und da passiert das leider nicht so gut. Also wenn ihr wirklich im Frühling mit Heuschnupfen zu kämpfen habt oder mit diesen, ja, wenn alles blüht, wenn diese Frühblüher euch so richtig zu schaffen machen, dann macht das mega Sinn, wenn ihr euch einen Imker sucht, so nah wie geht an eurem Wohnort. Jo, habe ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Jetzt haben wir den Tee, der hat jetzt gezogen. Der sieht gut aus. Die Blätter fallen, das sieht so ein bisschen nach Herbst aus. Die fallen jetzt gerade alle nach unten, teilweise schweben sie. Ich finde den Tee sehr, sehr hübsch, weil die Blätter einfach so in der Schwebe sind. Ein paar sind oben, ein paar sind unten. Der hat einen schönen Grünton, so einen richtig schönen grüne Biene Grünton. Und jetzt gieße ich mir das hier rein. Hier ist schon kaltes Wasser drin und der Honig. Und ja, wie schön. Einfach nur schön. Hier liegen auch noch die Rosen vom Rosentee. Die versuche ich gerade auch mal zu verräuchern. Duftet ganz lecker gerade, weil ich die da drauf aufs Räucherstäbchen habe. So, jetzt rühren wir den Honig noch schön um und dann kann ich euch mal was sagen, wie der schmeckt. Bin ich jetzt auch sehr gespannt. Moringa, Baum des Lebens! Mal gucken. Ui, schon wieder ein neuer Geschmack. Also, ja, ich weiß, was die meinen. Es ist aber nichts Scharfes an diesem Tee, ganz ehrlich. Es hat so ein bisschen was, so ganz, 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 ganz leicht, wie wenn man so Kresse aufgebrüht hätte. So was, na, so was leicht Würziges. Ihr kennt ja bestimmt den Geschmack von Kresse oder von
Brunnenkresse oder so. Aber auch wirklich nur ein Hauch von. Es ist nicht scharf. Da ist nichts scharf an diesem Tee. Nein, da ist nichts scharf. Der schmeckt ein bisschen so, ja, kräuterig. Ein bisschen wie Kresse. Ne? Wie Gartenkresse. Aber nur so ganz leicht. Das kann man schon vernachlässigen. Ansonsten kann ich den gut trinken. Das ist ein schöner Kräutergeschmack, ein angenehmer Kräutergeschmack. Nichts Schlechtes, nichts Verkehrtes. Den würde ich wirklich auch freiwillig trinken, auch vom Geschmack her. Der ist jetzt irgendwie gar nicht unangenehm. Der ist jetzt auch gar nicht irgendwie scharf, gar nicht bitter. Bitter finde ich da gar nicht drin, nee. Gut, ich habe jetzt den Honig dabei, aber nein, der ist auch nicht bitter. Der ist wirklich angenehm. Ich kann mir gut vorstellen, den zu mischen mit irgendwas anderem. Also wenn ihr eine Kombiwirkung haben wollt, dann Moringa plus, ne, was ihr wollt. Moringa plus Salbei, Moringa plus Holunder, weiß ich nicht. Könnte ich mir alles vorstellen. Alles machbar. Der ist nicht aufdringlich und trotzdem sehr angenehm. Gut, meine Empfehlung für heute steht. Gewichtsabnahme können wir ja erst gucken, wenn ich länger diesen Tee konsumiere. Und jetzt mit Honig, wahrscheinlich ist das auch wieder eher eine Kalorienbombe. Aber das musste jetzt sein. Nach diesem draußen, nach dieser Arbeit mit den Tieren, bin ich immer froh. Dann sitze ich hier und trinke einfach erstmal Tee. Es ist ja einfach eine schöne Zeremonie. Und wenn es euch vielleicht aufgefallen ist, heute ist gerade mal Vormittag, wo ich dieses Video drehe. Meistens drehe ich die Videos ja abends. Heute bin ich mal früher dran mit meinem Video. Und ja, sehr, sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. So, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Morgen ist die 17. Auch da lasse ich mir wieder was einfallen. Jeden Tag gibt es noch eine kleine Überraschung, einen kleinen neuen Tee, eine kleine neue Sache, die ich euch zeige, die ich jetzt so mache. Auf jeden Fall wird es bald neue Kerzen geben, das ist klar. Und ich wünsche euch was. Bis morgen! Habt euch wohl, trinkt einen guten Tee, habt gute Laune und wir sehen uns. Ciao!